Hallo und ja. Haha, nee, das ist noch ein bisschen falsch. Das ist lustig. Aber jetzt. Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinalspiel von Kalibar und Jojo. Ich habe jetzt noch Gondor eingeloggt. Ich möchte mitspielen anscheinend. So. Völker seht ihr schon, haben wir hier von Jojo einen Mordor und von Kalibar einen Gondor. Map ist vor Season 1 und Blutrabe, was waren die Bands? Wir hatten zweimal Isengard, also kein Isengard in diesem Match. Und dann hatten wir noch Gondor von Kalibar und Zwerge von Jojo. Gut. Aber ich glaube, das Matchup hier haben wir schon relativ häufig so gesehen. Nein, das hatten wir noch nie und auch bestimmt noch nie auf vorzureisen. Die Ja, Map hatten ja. wir, glaube ich, auch noch nie. Die ist brandneu, oder? Wir starten mal. Ist halt absolut neu. Gut, und damit wechseln wir mal in-game. Also, ich denke, da Jojo ein sehr guter Mordor-Spieler ist, wird er uns entweder, also er wird uns wahrscheinlich mit wunderschönen Trollen zücken. Trollen. Ja. Und Gorbag. Und Gorbeck. Ansonsten, wenn er nicht auf Trolle geht, bin ich gespannt, wie er Mordor spielt. Also er wird auf Ja, auf Trolle jeden gehen, Fall safe. benutzt er erstmal direkt Aufseher und spart sie nicht bis auf seine Bogenschützenminute Ja, aber dann kommen auf einmal ziemlich starke Truppen auf dich an. 30 auf, so wie du. Ja. Hättest du einfach creepen können, gell? Hast du recht. Aber bisher, wie wir sehen, ein ziemlich standardisierter Start. Wir haben jetzt auch auf der Seite von Gondor den Speerhelden, der nach oben rennt. Und direkt werden Läden gebaut. Okay. Ist doch nicht so Standard. Aber ist wahrscheinlich ganz gut gegen Mordor wegen diesen, ich glaube, Schwertern aus Lossarnach waren das. Yep. Das haben wir jedes Mal von Kaliber schon gesehen. Also er hat das jedes Mal gemacht, wenn er dieses Matchup gespielt hat. Ist er auf das Leuchtfeuer gegangen und hat für das ganze Game dann quasi noch eine zweite Kaserne gehabt, in der diese Schwertkämpfer gespawnt sind. Und was mir nicht so gefallen hat am Start von Kaliber war, er hat natürlich sein Geld direkt in Bataillon Speere umgewünscht, sondern man hätte auch direkt mit dem ersten Schwerterbataillon zu dem einen freien Gehöft da oben gehen können und das auch noch besetzen können. Und Das der ist absolut Schnüffler ist jetzt richtig. auch in der Base angekommen. Im Normalfall Soldaten, finde ich es am Bataillon einsatzbereit! optimalsten, wenn den Gondor-Bataillon links fliegt und den anderen rechts hoch. Und dann, wenn Pippin da ist, rennt man zu den linken und dann zu den rechten Gehöft. Also zu den beiden Freien. Zumindest finde ich das so relativ gut gelöst. Ich sehe noch bei Ja. Jojo, die Aufseher wurden kombiniert mit den Orkhorn. Mach ich nicht, weil ich will immer, dass die am Leben bleiben für die Mission. Aber Die können auch am Leben bleiben, wenn du den nicht missmarkost. es ist so schwierig, weil das ist ja quasi sind normale Ork-Bataillone und die zu unterscheiden zwischen anderen Ork-Bataillonen, die jetzt keinen Aufseher haben, ist schwierig. Aber oben Naja, die ist jetzt haben auch der Trollschuh so fast einen tollen fertig. Sound. Ja, das stimmt. Hier von Kaliber 1A, so creept man einen Troll. Ich meine, das geht auch ohne Spielhelden, aber so, das war sehr schön gemacht. Ich finde es immer sehr schön, wenn man Zwerge spielt, weil da läuft der Troll in den Speer rein und sofort tot. Es ist bei Imler Sperren genauso. Ja, drüben der Schwertin ist das auch so. Ja. Ja. Aber gut, So. beide creepen hier fröhlich weiter. Julio hat schon ein Gehöft in der Base. Kaliber hat noch keins. Aber wie wir sehen, von Mordor ist das Auge jetzt da. Und die Base ist noch relativ kahl, was das Trolle bauen angeht. Also, bin gespannt, ob wir noch Aber Trolle sehen. theoretisch hat ja auch Kaliber dann noch die Möglichkeit für die Trolltöter von Pelagia, glaube ich, sind's. Das sind ja diese Speerträger von Rhee. Ja. Hat sich gerade schon zweimal Bataillone Schwerter geholt. Ist auch einfach. Die sind auch einfach so krass. Immer noch kein Trollkäfig. Dafür zwei weitere Eco-Gebäude. Oh Gott, die Schätze. Oh.
beide bekommen. Ich denke, da sollte sich Gondor da unten zurückziehen, weil da ist der Held und der macht einen Unterschied, denke ich. Der ist zugelebt schon Level 5. Ja, jetzt zieht sich auch Gondor zurück. Ja, Aufseher-Orks, ziemlich stark, auch wenn sie nicht mit Bogenschützen kombiniert sind. Wollen wir doch mal gucken, wie sich die Losser nach Schwertkämpfer hier schlagen werden. Ich denke, die sollten sich ziemlich gut durchmähen. Wir sehen auch, dass die echt schnell leveln, die sind jetzt schon fast Level 2. Und davon hat sich vergessen, die der Waldläufer vom Camp schießt auch noch mit drauf. Und dem seinen Schaden sollte man nicht unterschätzen. Absolut richtig. Aber ich find's schön, wie er an allen Seiten quasi so gekämpft wird. Und wir sehen jetzt auch Kirit Ungul von Jojo oben links neben seiner eigenen Festung. Ja, hat auch schon die Hakenpfeilschützen, da muss ich Gondor jetzt auch zurückziehen. Und es kommen auch gleich noch schwere Schwarz-Uruks. Jo, und? Die schwer sind, die gut sind gegen Einheiten mit schweren Waffen und natürlich auch gut, weil sie einfach schwere Infanterie sind, keine CP kosten. Ja. USB. Das sind auf jeden Fall sehr starke Units. Und wenn wir die CP angucken, haben wir gerade 395 von Gondor gegen 234 von Mordor. Wobei man bei Mordor noch quasi 220 drauf tun kann, wegen den Units, die quasi keine CP kosten. Also theoretisch. Aber du hast die, also es sind keine Trolle bisher gekommen. Ist jetzt auch die zweite Kaserne da. Und noch vier weitere und vier Tributposten insgesamt. Wir haben jetzt auch schon den Schießstand in der Gondor Base, der auch ausgebaut wird. Und wir haben auch Wohnhäuser. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Vielleicht sehen wir ja auch mal die Fountain Guard. Ich würde auch gerne meine Spam-Taktik sehen. Ohne Chief sein eigentlich. Ja, eigentlich ist er von Fotti, aber gut. Ja, Chief hat es publik gemacht. In der Mitte der Map sammelt sich jetzt auch der Mordor-Klump langsam zu einem größeren Gefüge zusammen, während wir unten links von Kalibir den größeren Gondor-Klumpen haben, der jetzt dann auch die Waage kriegen wird noch. Ja, und jetzt ist endlich mal der Schnüffler angegangen von Pippin. Damit verliert Jojo die Vision auf die Base. Ja. Also ich denke, die meisten Fights sollte jetzt einfach Gondor auch gewinnen, weil dieser Barrage ist einfach super stark. Also man gewinnt die meisten Fights, solange jetzt nicht diese Uruks oder diese Hakenpfeil-Bogenschützen dabei sind. Würde ich jetzt sagen. Ich denke, noch ein größeres Problem als die Uruks sind die Hakenpfeil-Bogenschützen. Ja, definitiv. Weil die Uruks kannst du ja eigentlich auch mit den Waldläufern schlachten. Ist ja, glaube ich, auch eine Elite-Einheit, also machen die Waldläufer auch mehr Schaden. Korrekt? Die Hakenpfeil-Bogenschützen sind auf jeden Fall eine Elite-Einheit. Ja, die Uruks ja auch. Und ja. Dann sollten die auch zusätzlichen Schaden bekommen, also ziemlich schnell gegen die Waldläufer fallen. Immer weiter! Unten links gibt es jetzt auch noch gleich einen Kampf, wo ein paar Hakenpfeil-Bogenschützen dabei sind. Immer weiter! Aber ich denke, das ist playable. Man hat ja, wie gesagt, die Barrage, die man auch für die Base benutzen könnte. Also, ich denke, einen von beiden Kämpfen wird auf jeden Fall der Gondor-Spieler gewinnen können. Ich denke, der Mitte gewinnt er so oder so, auch wenn da der Chakrat dabei ist. Der auch gerade gejagt wird von dem kleinen Hobbit. Also ich denke, der Kampf in der Mitte wäre nicht so gut ausgegangen für Gondor, wenn da die Hakenpfeil-Bogenschützen direkt mitkommen wären. Was wahrscheinlich auch ziemlich cool wäre, also er hat jetzt 1100 Ressourcen, er könnte auch Fahrer mehr sparen. Das wäre eine Option, um seine derzeitige Lage noch zu verbessern und auszubauen. In der Mitte der Map haut der Chakrat jetzt richtig rein, der Geschorene. Ja. Und wenn wir auf die Spellpoints gucken, Mordor hat jetzt 3. Das heißt, er könnte sich entweder für die Runenverstärkung entscheiden oder für die Kankra. Ja. Ich denke, ich würde für die Kankra gehen, weil bisher haben wir keine Kavallerie gesehen und mit der Kankra kann man ganz easy quasi die Waldläufe dann töten. Und falls Helden kommen, kann man die auch ganz gut rauspicken. Ja. Oben verliert jetzt Kalibur auch noch weitere Fights. Oh. Vor allem auch gegen Chakrat, der jetzt schon Level 8 ist. Und gegen die Urukakenfall-Bogenschütze. Ich denke, die haben bisher schon sehr gute Arbeit gemacht. Noch viel besser als die Schwertkämpfer.
Und wie ich Meiner gesagt Meinung habe. nach hätte er direkt alle 3 Bataillone Bogenschützen und dann erst auf die schwarzen Uruks hätte gehen sollen. Ja, denke ich auch. Aber jetzt wurden die Barrage eingesetzt, links in der Festung von Gondor. Aber wie ich gesagt habe, da die Kankra wurde geholt und es wurden jetzt auch sogar auf Trolle gegangen. Einer ist schon da, steht links in der Base von Mordor. Rechts in der Base meine ich. Kommt gleich der nächste in die Queue. Oh, hier werden auch Hakenfall-Bogenschützen gerade im Nahkampf über der Gondor-Base abgeschlachtet. Ah, die Kankra wurde jetzt auch über der Base beschworen von Gondor. Ja. Sind gerade auch keine Piken vorhanden, also sollte die eine gute Zeit haben mit diesen Ringlothal-Schwertkämpfern. Definitiv. Und vor allem sollte die sie ja auch ganz gut niedertrampeln können. Die kleinen Spinnchen nehmen sich die Waldläufer hier zur Brust. Oh Gott. Das ist ein Aua. Gemetzel. Da kommt auch der Troll, der erste, aber es sind auch Piken da. In der Hinsicht hat er. Uff, der Troll hat auch einen Ich sag Tod. mal so, wenn der Troll jetzt einfach da stehen bleibt und weiter zuschlägt, dann gewinnt er Ja. auch gegen die Piken. Dies ist die Stadt Ich der glaube, der hat auch Menschen, den meine S-Befehl Hochstadt. drin. Jetzt wurde auch ein Faramir Wir haben hier unser geholt. Leben zu Der ist natürlich verteidigen, ihre auch ganz Schönheit, nett ihres gegen den Troll. Andenkens, ihrer Aber der Macht. Troll zieht sich schon zurück Ihr und ich Lernen! denke, die Kanker hat einen ganz guten Job gemacht. Und wenn wir jetzt mal die CP vergleichen, haben wir jetzt wieder 430 von Gondor gegen saftige 600 von Mordor. Das Plus ist. gehört Ungar. Ja, also. Das ist schon ein saftiger Vorteil von Mordor. Ja, man möchte ja auch eigentlich als Gondor nicht zurückgedrängt werden. Man möchte selber in der Offensive sein, aber so wie das Game hier gelaufen ist, ist halt Jojo die ganze Zeit in der Offensive gewesen und Caliban musste immer reagieren. Exakt. Und unten links hat er jetzt auch gegen 2 Trolle da alle seine Ja. Einheiten verloren. Und hier vor der Gondor Base wurden auch gerade die raue Schar beschworen. Also ich denke, da sollte sich Jojo zurückziehen, macht er auch. Aber die Frage ist, wie weit er wegrennen kann. Das ist eine gute Frage. Ihre Schwerter! Sogar Aber ganz gut, also. Sie zurück! Waldläufer! Wir kämpfen für Robert ist Level das 9, hat Bataillon fast einsatzbereit! seine Pikenträger zur Verfügung, die er beschwören kann. Seine Hellebardierin aus Gegner! Bild Ungol. Beginnt Ja, die ich Partei! finde die auch so krass. Vor allem diese Beschreibung. Ah, Säubert das Gebiet! Gift gegen. Ah, okay. Es wurde geändert. Es sind nicht mehr der Konter gegen alles. Nur in der Treibt sie Beschreibung, zurück! aber Auf ich die dann freien schon. Schritte! Wie sieht's denn mit Soldatenbataillon Sauron aus? Wir einsatzbereit! haben noch keinen Sauron, oder? Nee. Ich habe zumindest noch keinen gesehen. Aber er sollte auf jeden Fall schon Level 3 sein, wenn er kommt. Die Frage ist, wofür möchtest du ihn einsetzen, wenn du ihn beschweren? Also er könnte theoretisch auch direkt die Runenverstärkung kaufen, er hat genügend Spellpoints dafür. Und könnte dann überwechseln into ein Sammelbanner und dann direkt das Sammelbanner verstärken, die geupgradeten Runentruppen Ja. zu holen. Und vielleicht noch ein Belagerungswerk dazu bauen und versuchen zu finishen. Also man könnte jetzt auch einfach theoretisch den Pfad, den er hat, weitergehen. Dann entweder auf die Dunkelheit oder in den Hof der Horde gehen. Und dann hat man ja quasi schon den Untergrundhammer freigeschalten, also Grond. Und ich denke, das ist so. Das kann man auch machen, weil als Gondor kriegst du das Ding nicht kaputt, wenn du die aktuelle Armee anguckst von Gondor. Ich glaube eher, dass er mit Trollen bald durchs Tor in die Base rennen wird. Ja, das kann er auch machen. Also 800 CP gegen 400 plus Kirit Ungol, das da noch rumgammelt. Luke, die Frage kann man sich gern stellen. Ich denke, hier wären auch Adler besser gewesen. Einfach weil keine Furchtlosigkeit da ist, Furchtresistenz da ist. Können wir mit den Kreischnassen was machen und außerdem könnten die Adler schön diesen Klump dezimieren, beziehungsweise die Bogenschützen rausholen. Ja, Trolle reißen jetzt aufs Tor ein und diese kleine Armee von Kalibor kommt auch nicht mehr in die Base zurück. Hat, glaube ich, kein Seitentor. Ich habe bisher keins Nee. gefunden. Deswegen immer Seitentor machen. Seitentore sind schön. Aber selbst wenn er in seine Base kommen würde, würde es schwer werden, dass auch ein Nazgûl jetzt noch Oh mit ja. der Orgelklinge. Aus dem Weg! Und wir sehen das Sammelbanner übrigens jetzt in der Base. Vielleicht auch noch ein Sauron, das weiß ich nicht. Weil ich glaube, Wirtschaftsupgrades in diesem Status brauchst du keine Wirtschaftsupgrades. Du Nö, bist nö, so da. hart am Gewinnen, du möchtest einfach nur bis zum Ende durchgehen. Jo.
Tor einreißen. Also ich denke, jetzt hat er auch Mordo 6 Spellpoints, da könnte er wahrscheinlich auf die Dunkelheit gehen. Und oh, die vier Trolle. Oh, sie kommen in die Base. Ja, also ich denke, der Dunkelheitsbuff ist dann auch extra gut, weil deine Truppen klatschen halt so hart rein. Und wie sie jetzt die Zitadelle ist gleich weg. Aber natürlich aufpassen. Schwertkämpfer aus der Kaserne. Aus welcher Kaserne? Ah, jetzt. Aus welcher Kaserne? Ja, das ist gut. Ja, GG. Das war auf jeden Fall ein sauber runtergespieltes Spiel von Julio, würde ich sagen, oder? Ja, er hat auf allen drei Furten gewonnen. Hat quasi systematisch Kaliber in seine Base zurückgedrängt und ihn outspammt mit Einheiten. Das frühe Kirit Ungol und die Hakenfallschützen haben die meisten dieser Kämpfe gewonnen, wäre meine Meinung. Ich denke, dass das ein ziemlich guter Call war, zuerst die Hakenfallschützen zu holen und dann die Trolle. Und ja, ich kann jetzt nicht so viel daran aussetzen. Ich meine, er ist ein paar Fights eingegangen, in denen er Orks verloren hat, aber es sind halt nur Orks. Exakt. Und dann würde ich sagen, ändern wir mal ganz kurz die Szene. Und gibt es jetzt schon eine neue Karte? Oder gibt es die noch nicht? Wir können das mal aborten und dann machen wir jetzt die nächste Endphase. Alles klar. So, jetzt haben wir es sauber. Okay, wir hatten jetzt auf jeden Fall schon mal Mordor, Gondor. Was? Die nächste Karte ist Eisenberger. Ja. Ist auch eine Karte, die haben wir jetzt noch nicht oft genug gesehen. Gut. Weiß nicht, wie man darauf freiwillig spielt. Und dann auch noch Eisenberger, was? Ich bin jetzt gerade nur am überlegen, was könnte Jojo jetzt unbedingt spielen? Also ich denke, Jojo könnte für einen Rohan gehen. Weil sein Rohan, habe ich vorhin auch schon mal zu spüren bekommen, war tatsächlich ziemlich gut. Aber ich glaube, Jojo ist, glaube ich, in der Lage, jedes Volk nahezu perfekt zu spielen. Ach, ist schwierig. Also Jojo ist echt ein schwieriger Gegner. Und ich denke, Kaliber könnte jetzt auch noch mit einem Mordor kommen. Der hat ja letztes Mal auch einen Mordor gespielt, richtig? Lol. Oh, sag nix, sag nix, sag nix. Vielleicht merkt ja keiner. So, wir haben jetzt die Bands. Ich muss kurz anpassen. Also wir haben die Bands, wir haben Jojo und Kaliber, die beide Imler bannen und dann noch jeweils von Jojo Angmar und von Kaliber Lulu. Jo, dann bin ich auf die Völker gespannt. Wäre natürlich lustig, wenn wir jetzt Mischabes genau umgedreht sehen, also. Okidoki, wir haben das Matchup. Wir haben Lolo von Kaliber versus Isengard von Jojo. Gut, Isengard von Jojo und Lolo von Kaliber. Und alles klar, ich würde sagen, dann können wir auch wieder starten, oder? Ja.
Wir können dabei immer, ohne DSS zu fragen, DSS einfach mit ins Game ziehen. By the way, if you're watching and you're an English-speaking person, DSS, aka Holy Lord Gilda DSS, also streams and he streams in English. Eine nie zuvor gesehene Map. Iron Hills. Heute ohne Iron Hills. Ich kenne das Match aus einer anderen Version. Saat 1, aber das ist legit nicht playable. Aber hier, ich denke, da ist das Early Game gar nicht mal so schlecht für Lolo. Hat sogar, würde ich sagen, ganz gute Chancen. Weil du hast quasi diese schnellen Units, womit du die, wie heißen sie, die Doomländer quasi die ganze Zeit punishen kannst. Aber ich bin gespannt, wie er die Waage und Doomländer beantworten möchte. Okay, ich lass mal DSS noch rein. Ich habe einen Spot für DSS vergessen. Ich glaube, er hat sich bestimmt getrollt gefühlt und hat sich jetzt drüber beschwert. Es tut mir leid, DSS. Was im ersten Game gebannt wurde. Boah. Ihr fragt Sachen. Im ersten Game wurde gebannt, zweimal Isengard, Jojo hat noch Zwerge und Kaliber hat noch Gondor gebannt, um das Mirror zu dodgen. Kaliber hier ein Spieler, der jedes Mal das Volk, was er selbst spielen möchte, noch mitbannt, also kein Mirror möchte. Jojo eher weniger. Er wollte zweimal ein Mirror. Einmal wollte er ein Water Mirror und einmal ein Isengard Mirror. Hat er nicht bekommen. We got him. Oh ja. Damit, liebe Leute, würde ich sagen, starten wir auch mal in das Spiel rein. Das wäre schön, aber... Ah, jetzt. Der Herr DSS bemüht sich auch noch. Ja. Aber im Chat habe ich gerade gesehen, dass Luke uns vorgewarnt hat, dass sein Isengard gerade von Kaliber scheinbar zerstört wurde, von Kalibers Lolo. Also könnte es ein sehr interessantes Game werden. Wollen wir mal sehen, ob... Oder ob die Lolo-Base einfach abfackelt. Punkt. Also ich denke, Kaliber hat auch in den anderen Spielen bisher ziemlich gut gespielt. Also ich denke, wir können auch jetzt ein cleanes Lolo erwarten. Oder zumindest ein sehr starkes. Ich denke, er hat im letzten Spiel einfach nicht mit den Uruk-Hakenfallschützen gerechnet, dass sie so hart reinhauen würden. Ich meine, wenn man das beantworten wollen würde, hätte man wahrscheinlich Reiter über Waldläufer nehmen sollen. Und dann baut man natürlich auch die Gehöfte und so weiter, um die zu verbilligen. Jo, Luke, die Karte wurde von Kaliber gepickt. Kaliber scoutet hier auch mit dem verzauberten Fluss die Isengard-Base ein bisschen aus. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber kann man natürlich machen. Also... Meine Einheiten kommen halt nicht raus. Exakt. Die Länder kommen aus dem anderen Gebäude. Und wir sehen auch hier die Scout-Heroes, sind nicht auf aggressiv, leider noch auf Standard. Ich muss sagen, also nicht die Spinnen. Ich muss sagen, die Spähhelden von Lorien sehe ich auch sehr, sehr selten. Also ich glaube, Kaliber hat jetzt für mich das erste Mal seit langem gebaut. Also wirklich sehr lang. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Lolo gesehen habe, gecastet habe. Also in der Hinsicht. Ich habe schon hier einmal Lolo gecastet und das war ein geiler Trip-Start. Also. Naja. Da sind doch die ersten Doomländer da. Und zum Casten, ich glaube, ich habe gestern oder vorgestern zusammen mit Kaun Leukos gemacht, wo der einmal Lolo gespielt hat. Aber gut. Also Was hältst du da eigentlich davon, dass der Fluss als erstes genommen wurde? Der Nebel ist auf der anderen Seite. Ja. Und ich habe Lolo noch nicht genug gespielt, um zu wissen, wie stark der Nebel ist, aber ich hatte vermutet, dass wenn man mit dem Nebel einwandfrei seine Einheitenfähigkeiten triggern kann und dann diesen Damage-Buff bekommt und diesen Movement-Speed-Buff, nicht den Movement-Speed, nur den Damage-Buff von 50% Damage und dass sie Knockback machen von Einheiten, die normalen Grenzwächter, würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich den Nebel nehmen würde, einfach weil wenn du in den Fight gerätst, gewinnst du ja wahrscheinlich diesen Fight. Oh, und unten in der Mitte der Ork-Creeps wurden jetzt die Speer auch von den Lolo-Einheiten gefunden. Übrigens, die Barggrube wird jetzt auch von Isengard gebaut.
Also ich bin immer ein großer Freund von den Nebeln. Nicht, weil der Nebel so gut ist, sondern einfach wegen Pfeilhagel. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon öfters gesagt, weil der Pfeilhagel ist halt einfach stark. Großer Schaden, also wirklich massiver Schaden und dann noch dieser Debuff, den nehme ich gerne mit. Ja, und jetzt rennen noch drei Bataillone Doomländer über die Mitte der Map, die noch vorher einen Spinnencreep genommen haben. Aber dafür bekommt Kaliber auf beiden Seiten alle drei, den Großteil der Ork-Creeps. Oben alle drei und unten zwei von drei. Ja. Also Creep-Vorteil auf jeden Fall auf der Seite von Kaliber. Wird jetzt auch hier die Isengard-Truppen spotten. Oh, die Schwerter laufen. Ich glaube, die werden auch gleich sterben, oder? Also die Schwerter werden jetzt nicht umgeschossen und sollten. Oh. Hat nur vier Stück getroffen von denen. Weird. Hat er Glück gehabt, sind auf jeden Fall alle gut weggekommen. Aber hier, Jojo jetzt gut am Harassen mit seinen. Ah, ich Doomländer eine Karte. Kämpfen ein paar Doomländer mit Land gegen ein paar Ganzwächter. Und das gewinnen die ja so, oder? Nee, verlieren sie. Ja, die Grenzwächter verlieren. What? Vor dem Land sah das noch ziemlich gut aus für die Grenzwächter, aber gegen auf dem Land habe ich kein Land gesehen für die guten Lolo-Schwertkämpfer. Nettes Wortspiel, aber jetzt sehe ich auch kein Land mehr für die Lolo-Schwertkämpfer, weil jetzt kommen die Waage. Haben sogar schon Höllen aktiviert, also ich glaube, das ist definitiv der Tod. Er muss jetzt aufpassen, dass er jetzt immer einen Bataillonspeer dabei hat. Exakt. Und was auch ein Problem ist, dass er sehr viele seiner Einheiten unten links zum Harrison benutzt. Und damit jetzt nicht sich gegen den Harris von den Doomländern verteidigen kann. Ich denke, gegen Isengard ist es einfach besser, die Gebäude einfach direkt abzureißen. Weil normalerweise gibst du ja nur Spells ab. Aber jetzt gibst du auch noch Ressourcen ab. Und ich glaube, das tut einfach viel zu weit weh, dass du das beides akzeptieren kannst. Ja, du musst ja auch irgendwie die Doomländer beschäftigen. Eben. Aber dann, deswegen müsste es ein bisschen am Leben bleiben. Also ich denke nicht, dass du es sofort abreißen solltest. Und ich denke auch, dass er noch mehr Bogenschützen, also er hat, glaube ich, fast keine Bogenschützen. Ich würde vielleicht gerne ein paar Bogenschützen sehen, um sich gegen den Bogenschützen plus Piken, um sich gegen den Harris und die Waage besser verteidigen zu können. Oh, ich glaube, hier stirbt gleich auch ein Lutz Farning, oder? Nee. Bisher rennt er noch weg. Und er hat einen Sprint gemacht. Oh, jetzt sind so die ersten Bieringer da. Unter der Lolo Base. Freunde, ja. Helft mir! Aber Lutz Farning ist trotzdem gestorben. Zweites Bad Waage jetzt auch. Nebel wurde jetzt auch noch geholt von Kaliber. Jojo sitzt noch auf zwei Spellpoints. Jauninger in Bärenform. Aua. Ist also, eine gute Idee, ja, denke ich. Der hat auch vor allem relativ viel Schaden gemacht. Ich meine, er stirbt wahrscheinlich jetzt auch gleich, wenn er sich umdreht. Aber, never mind. Ich denke, er sollte das überleben. Ja, macht er auch. Heilt er sich wieder hoch oder muss er dafür Level 2 erreichen? Ich glaube, Level 2 oder Beon muss im Feld sein. Okay. Kenn mich nicht sehr gut mit Lolo aus. Oh, da kommt noch ein zweiter Beoninger, by the way. Und ein dritter ist noch im Bau. Also, wenn ich falsch liege, Chat, könnt ihr mich ja gerne korrigieren. Können sich Beoninger erst in Level 2 heilen oder wenn Beon da ist oder können die es schon vorher? Auch interessant, Kaliber hat jetzt die ganzen Gehöfte um die Base von Jojo abgerissen gehabt und Jojo rennt jetzt einfach mit Doomländern an die Plätze wieder und besetzt sie wieder, weil Kaliber selbst sie nicht besetzt hat. Ja. Auch immer, ich denke, man sollte die immer direkt selber besetzen, das macht es einfach viel schwieriger, die wieder zurückzuholen. Ja, aber wir haben ja wie gesagt hier das. In der Mitte haben wir auch Waage, die ein Level 4 Bataillon Schwertkämpfer abholen, das ist bitter. Das tut auf jeden Fall weh, aber wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass das sehr wehtut gegen Isengard, weil du halt, wie gesagt, das Geld noch verlierst. Also ich weiß nicht, ob das so worth ist. Kriegsmaschinerie ist jetzt auch da, zwei Gruben sind auch da. Also ja. Jojo wird jetzt richtig loslegen. Absolut richtig. Ich glaube... Oh, das Level 4 Bataillon wird überleben. Ja. Und es hat regeneriert. Also der Beoringer hat auf jeden Fall oben richtig zugeschlagen. Mit einer Pranke. Ich dachte, dass Grimbjörn eine passive Fähigkeit hat, womit er seine Beoringe heilt. Oder ist das falsch? Kann er ja auch haben, aber... Nee, weil gerade im Chat geschrieben wurde, dass Grimbjörn damit nichts zu tun hat. Ja, meint mit der Selbstheilung wahrscheinlich einfach. Ja. Aber gut. Vielleicht sehen wir ja einen Grimbjörn, wer weiß. Aber die Beoninger hört es jetzt auf jeden Fall in die
Honigproduktion übergegangen und dient als Eco-Gehöft. Also 7 Income ist aber jetzt echt nicht so viel. Ah gut, dann wir haben jetzt auch schon 2 Bataillone Uruk-Piken. Also die Björninger werden jetzt wahrscheinlich wieder in die Menschenform übergehen müssen. Einfach weil, wenn sie da durchrennen... Ja, und vor allem, wenn dann gleich Armbrustschützen da sind, die sind natürlich auch gut rauszufokussen. Ist natürlich ein bisschen schade für Kaliber, dass er erst jetzt seine Vorratskammer gleich fertig hat, weil er ist gerade CP geblockt. Was wir bei Jojo übrigens auch sehen. Aber er hat gerade für 1600, war es glaube ich, einen Held gekauft, nachdem er seine Verwüstung eingesetzt hat. Dann sehen wir wahrscheinlich gleich einen Lurz. Und der Pfeilhagel ist auch für Lolo verfügbar, also wenn wir einen Fight sehen, da sind viele Dunländer dabei, also ich denke Lolo wird einen Fight gewinnen, wenn Jojo nicht aufpasst und vom Pfeilhagel getroffen wird. Ja, da hast du recht, Leukas, aber theoretisch, er gibt es den hier. Und damit ist ja quasi meine Frage in der Hinsicht beantwortet. Ja. Kannst ja auch einfach mal vorlesen, was die Leukos so geschrieben hat, aber gut. Oh, da unten wird auch Nebel eingesetzt. Wir sind jetzt im Fight vor der Isenbase. Und wir haben auch schon Ukluk da. Das war der Held, in den investiert wurde. Das ist natürlich gefährlich. Wie gut. Ich dachte, er geht theoretisch für den Lurz, damit der besser die Björinger noch abschießen kann. Aber Ukluk ist natürlich auch insane. Einfach wegen seiner Heilung. Eingesetzt. Und die Björninger bleiben noch in Bärenform, sind da auch gut an den Piken vorbeigedodged. Ja. Er zieht sich jetzt zurück. Also, beide Basen sind relativ gut ausgebaut. Lolo hat, fehlen noch 2 Gebäude und Isengard noch eine. Noch eins. Ich finde, Kaliber hat hier sehr gut gegen den Harris von Jojo gegengehalten. Er hat ja auch alles wieder auf seiner Seite der Map zurückgeholt, während Jojo damit beschäftigt war, das, was er an Schaden auf Jojos Seite eingerichtet hat, wiederherzustellen. Also ich finde, da hat er eine sehr gute Arbeit geleistet, aber jetzt gilt es halt, diesen Fight zu finden, indem er mit diesem Pfeilhagel ordentlich einen großen Sieg davon tragen kann, um wieder besser im Game dazustehen. Man möchte nicht zu lange den Uruks die Chance geben, zu scalen und diesen unbesiegbaren Uruk-Klump aufzubauen. Und ich denke, man möchte auch gegen Isengard immer ein paar Bogenschützen haben, damit quasi die Uruks nicht in ihre Formation gehen können. Also nicht so schadensfrei, weil sie bekommen ja dann quasi 20% mehr Schaden von Pfeilen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Nee, 25%. Dafür aber mehr Schaden im Nahkampf. Mhm. Okay. Also mal gucken. Wie sieht's denn aus? CP-Upgrade, und Lolo. Und hier oben wird auch gerade gekämpft. Linke Seite, Vorposten. Das wollte wahrscheinlich Lorien gewinnen. Und er wird jetzt auch die Hauptarmee sehen, die von Jojo direkt auch in die Richtung geht und bekommt auch sehr viele Armbrustschützen. Aber Jojo hat nicht gut aufgepasst, aber hat es jetzt erst gesehen, als er schon drin war und hat, glaube ich, jetzt ein Bataillon Armbrustschützen verloren. Aber unten rechts wird jetzt auch die Beoringer-Hütte eingerissen. In diesem Sinne muss sie jetzt irgendwo anders gebaut werden. Ich denke nicht, dass er noch eine bauen wird. Ich denke, er wird hoffen, dass die 3 am Leben bleiben und dass er die nicht ersetzen muss. Wir haben auch einen Haldir. Sehe ich gerade. Ja. Und wo ist der? Ich sehe ihn gerade nicht. Bei den Björningern am Gehöft auch dran. Ah, ja. Arbeit. In Schwertform. So, Spot the Uruk. Haben wir hier auch einen Lurz am Feld? Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Mal gucken. Haben wir nicht. Aber CP-mäßig sind die beiden sogar gerade relativ even. Also. Lorien hat gerade quasi nur eine Truppe mehr. Also, was mich jetzt ein bisschen stört, ist, ich denke, Lorien hätte schon die ganze Zeit, seitdem er den Pfeilhagel freigeschaltet hat, einen Fight suchen sollen, indem er den einsetzen kann, effektiv. Ja. Er hat jetzt die ganze Zeit gesessen, ich denke, er hätte ihn zweimal sogar einsetzen können, in der Zeit, wenn er ihn direkt am Anfang eingesetzt hätte. Aber er hat halt nicht so die Fights genommen, wo er, also, es ist halt nie ein Fight entstanden, in dem er ihn
genommen hat. Einfach weil entweder er oder Jojo dann sich zurückgezogen haben. Jetzt noch ein paar Lodo-Bogenschützen, die sich gegen Harris verteidigen. Unten rechts. Jo, aber wenn wir uns mal die Eco angucken. Beide haben außen Eco 1 und innen Eco an Jojo 2. Ja. Jetzt beispielsweise wieder kommt eine gute Gelegenheit, also sollte eine kommen, wo man die Pfeillage gut verwenden kann. Ja, in dem Fight, also wenn er... Ah, okay, das Land. Ich denke nicht, dass man auf Land das machen möchte, aber... Nee. Wenn das Land raus ist, ist es auch gut. Aber demnächst sollte er jetzt nach dem Fight gucken. Und es sollte nicht oben rechts da sein, die Einheiten sollten einfach so sterben. Die sollten wegrennen. Also oben rechts die Einheiten sollten wegrennen. Weil sie nur Bogenschützen. Ist natürlich effektiv. Die Bjornhänger können sich dieser Dunländer jetzt nicht so gut annehmen, weil da ein Pikenbataillon drin ist. Ich denke, im Nahkampf sollte das gehen. Also wenn die nicht ihre Bären vom Mann haben. Ja, aber du möchtest ja schnell und effektiv machen. Das stimmt. Ist natürlich leichter, wenn du einfach nur durchrennen kannst mit den Bjornhängern. Sehen wir jetzt. Oh, wir sehen jetzt auch das erste Galadrim-Quartier. Und die Schmiede ist auch fertig. Ja. Gucken. Wurden zwei Schmieden das gebaut? Nee, es wurde so ein Galadrim-Quartier gebaut. Und jetzt rennt der Urklumpen durch die Lolo-Base. Das sollte er, glaube ich, nicht machen, weil da sind ganz schön viele Bogenschützen in der Lolo-Base. Das stimmt. Also sie werden auch einfach gerade einfach abgeschossen. Ja. Und in der Mitte gibt es jetzt einen großen Fight. Und der Pfeilhagel wird benutzt. Das ist sehr schön. Aber wird gedodged. Oh. Zumindest. Ja, der Debuff ist noch aufs meiste drauf. Das stimmt. Das ist auch ziemlich gut. Da kommt Urklux heilen. Also ich denke, das war auf jeden Fall gerade... Ja, das war gerade insane gemacht vom Kaliber. Ja, das war der Pfeilhagel, den wir gebraucht haben. Jetzt muss er versuchen... Er hat jetzt auch diese Dunländer, die letzten, bekommen. Jetzt muss er versuchen, dass er die Map wieder zurückerobert und Jojo in seine Base drängt. Aber da ist jetzt auch noch der Lurz oben links. In der Mitte. Lurz? Ja. Base. Ich sehe. Auch noch Lurz. Das ist natürlich problematisch. Könnte der Haldir, muss er jetzt sehr gut aufpassen, wenn beide Urukelden am Feld sind. Wenn der gekrüppelt wird und die den angehen, dann sollte das eher schlecht enden. Das glaube ich aber auch. Aber in Eco von Lorien, gerade auf Stufe 2 kommen und die von Isengard auf Stufe 3. Also trotz, würde ich sagen, mehr Map Control von Lorien. Ah, wobei, nee. Sie sollte jetzt ungefähr even sein. Ich denke, sie war das ganze Game über even. Das einzige Problem waren die Dunländer und das damit sollte Jojo einen Vorteil gehabt haben, weil er einfach mehr Ressourcen wegen dem Plündereffekt von den Dunländern bekommen hat. True. Quasi mehr Schaden angerichtet hat. Was würdest du jetzt eigentlich sagen zu Düsterwald-Einheiten? Würdest du die hier bauen oder eher weniger? Ich denke, er hat sich jetzt schon sowieso auf Galadrim festgezahnt. Er hat jetzt schon zwei Galadrim-Quartiere. Ja. Und ich denke, Galadrim sind jetzt auch der Way to go. Ich denke, Düsterwald, wenn schon, dann sehr, sehr früh. Also so früh es geht halt. Dass man schnell von Grenzwächtern into Düsterwald umwechselt und anfängt mit Düsterwald die ganze Zeit zu kämpfen. Hier unten ist übrigens gerade ein Kampf gewesen. Fluss wurde gezündet. Aber es haben sich beide Seiten zurückgezogen. Ja. Und die Drachen werden gecreept von Haldir und Rumil ist es, glaube ich. Ich bin quite sure. Nee, Orphan. Ist auf jeden Fall... Schöner Level. Auf jeden Fall. Und man sieht es super selten, dass die Drachen gecreept werden. Und was hat gerade Lorien vor mit seinen 5 Spellpoints? Ich spiele ja nicht so oft Lorien, daher kenne ich diesen Spellpfad nicht so. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er eine Galadriel-Verwandlung auf jeden Fall wahrscheinlich auswählen könnte. Aber er hat ja keine Galadriel und er wird wahrscheinlich auch keine bekommen, weil er Galadrim baut und das wäre dann alles zusammen viel zu teuer. Aber unten in der Mitte der Map an der Brücke könnte es zum Fight kommen. Jo. Oh, es wurde jetzt gerade übrigens auch umgerüstet auf Schmelzöfen in der Base von Isengard. Hä? Ja, jetzt geht der Fight los. Never mind. Ja. Dann eben nicht. Aber wir haben 2000 Ressourcen bei Lolo. Es könnte sein, dass er sich einen Helden holen möchte, wie Galadriel zum Beispiel.
gut möglich. Wobei Caliban wahrscheinlich auch ganz cool ist, um einfach die Helden ein bisschen zu kontern. Ich würde aber eher sogar zu Upgrades und Galadrim tendieren, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, er hat gerade einen Caliban geholt. Ja. Ja, es wurde ein Caliban. Nevermind, das Geld zurückgegeben. Ich denke, mehr Galadrim und Upgrades. Ich weiß nicht, ich bin nicht so Lolo-versiert. Vielleicht sind es sogar Silberpfeile, die man sich als erste Zipperdom-Pfeile, mit denen man anfangen möchte. Aber eins von beiden. Und da kommt der goldene Pfeil. Sehr schön. Unten, neben ja. Der Jetzt muss das nur noch umsetzen. Ich finde es immer sehr unschön, gefangen. So zu fighten, weil du hast jetzt quasi das Gebäude noch da im Weg, was immer von den Bogenschützen gefokust wird. Und ich glaube, hier stirbt jetzt auch gleich ein B-Ringer. Ja. Und es kommt Radagast als Spell. Jetzt. Ja. Der Grünwald ist krank. Wird auch gleich beschworen. Es wurden gerade übrigens 3000 ausgegeben von Lorien. Ich glaube, da sehen wir auch gleich wirklich eine Galadriel. Ja. Und mit dem schweren Marsch sollten die Obst jetzt wegrennen können. Waren auch alle auf Defensiv. Wir haben übrigens auch die Kaserne Stufe 3 von Isengard. Das heißt, wir sehen auch gerade hier auf dem Feld schon Schildträger. Schildträger insane gut gegen Lorien. Weil diesen Schaden, den du einfach wegsteckst durch diese Schilde von Bogenschützen, ist einfach sehr krass. Ampus-Schützen oben in der Mitte gab es ein paar Galadrim, die haben auf Ampus-Schützen geschossen und die Ampus-Schützen wollen einfach nicht sterben. Mit der Rüstung. Aber es ist gerade ein Radagast gestorben. Ja, das passiert ja immer. Das stimmt, aber es sind wieder viele XP, die an Lurz und Ukluk gehen. Und Galadriel ist gerade oben aus der Base von Lolo gekommen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er instant den Verwandlungszauber gehabt hätte. Das stimmt. Ich denke, es sollte die Seite sein mit der stürmischen, die offensive Seite. Könnten wir. Naja, also. Nomi? Ich glaube nicht, dass Jojo unbedingt hinten liegt. Ich denke, dieses Game ist sehr, sehr even. Insgesamt. Vor allem, er hat ja auch Wirtschaft Level 3 Inbase jetzt. Und haben beide. Außenbase 1. Also, die Außeneco von Lorien ist sogar gerade besser als die von Isengard. Ja. Oben beim Vorposten holt er sich jetzt auch ein paar Uruks, die da die ganze Zeit rumgerannt sind. Das ist aber ganz schwierig. Man muss da jetzt echt mal mehr Sperrträger bauen für Seite von Lorien. Einfach, weil man die Angst haben muss vor den Verrätern. Ja. Sind die schon geholt? Ja, die wurden schon geholt. Wie viele Spellpoints kosten die Verräter eigentlich? Du zahlst 4 für den großen Spell und dann kannst du noch... Ja. Für je einen Spellpunkt. Ja. Okay. Also insgesamt ein 7 Koster. Oh, wir sehen jetzt auch Düsterwald. Düsterwald. Da könnten natürlich die schönsten von allen Speeren herkommen. Die Palastwachen. Das fände ich sehr nice. Exakt. Und das sind auch so coole Units. Also, Klingen müssten noch gekauft werden von Lorien. Aber ich denke, erstmal wird der Vorposten auch gerüstet. Also, die sind auch wirklich so cool. Du kannst jetzt auf zu Schwert und Speer wechseln. Also, die sind immer gut. Übrigens hat sich Lorien als allererstes Silberdorn-Pfeile geholt. Die sind schon gekauft, aber noch nicht auf den Einheiten. Stimmt. Nur in der Schmiede. Und Bannerträger, glaube ich, von Jojo auch noch. Ja. Ja. Und auch Berserker von Jojo. Also die sollten auf jeden Fall sehr gut reinhauen. Wie viele haben wir denn? Ich sehe gerade 2 Stück. Wir kämpfen für Mittel. Also, wir reden schon mal 4 Stück, damit die beiden Helden dazu zählen. Da kommen jetzt die Verräter hinten rein beschworen. Die Jorninger stehen zwar da, aber. Das sieht mein Ende gut ist aus. Also ich denke, es ist auf beiden Seiten so irgendwie. Ja, Galadriel wurde übrigens auch gekoppelt. Die steht aber ziemlich safe und wir sehen es auch. Galadrim haben Silberdorn-Pfeile. Krishnacht wurde auch noch beschworen. Und die Jorninger, die schneiden hier aber durch die Verräter durch. Holy. Exakt. Das ist natürlich praktisch. Also, ich glaube, bisher ist das sogar Level immer noch. Ausgleichender Kampf, Level 8 Ukluk. Sieht. Also, vor allem die Beoringer, die gerade den hinteren Teil von der Isengard auf mir aufräumen. Ich glaube aber, die Berserker hauen noch ziemlich rein. Hier ist einer Level 5 geworden sogar. Das stimmt. Den mal rauszunehmen, der läuft ja mit Galadrim oder so, wäre auch ziemlich nett.
Gerade wurde auch Fischschneider irgendwo getötet. Jetzt beide auch mit sehr vielen Overminds, weil sie sich auf den Fight konzentrieren. Ich muss sagen, ich finde es auch absolut krass, ey. Du kannst als Isengard einfach so viele Truppen beschwören. Und die ist sogar auch ein Prima bei den Vorposten von den Lolo-Spieler. Ja, und die Dunländer mit Bonus gegen Gebäude wollen jetzt den Brunnen zerstören, den Weinkeller, um es genau zu nehmen. Wow. Ja. Was ist denn hier passiert? Die Lolo-Armee sollte sich vielleicht mal zurückziehen zum Vorposten, was da los. Wurde auch Tauriel gerufen und ihre Verteidiger. Ja, dieser ist auch jetzt tot. Und damit, ich habe gerade gesehen, wo ist denn jetzt Lurzin? Lurz Level 8 und Ukluk Level 9, fast 10. Ukluk 10? Ja. Kann jetzt seine Speer von Mahur und Mahur rufen. Die sind so insane stark. Das sind quasi 5 Berserker. 480 CP von Isengard gegen 600 von Lulu. Und Haldir wird gekrüppelt. Also theoretisch hat Lulu mehr CP. Aber praktisch ist es weniger. Haldir hat auch noch seinen goldenen Pfeil. Aber es gibt keine Furchtlosigkeit auf der Seite von Isengard, oder? Nur die Level 5 Units. Ansonsten gibt es keine gerade. 7 Spellpoints bei Isengard, by the way. Ja. Also das ist gerade schon wirklich... Der Kampf geht jetzt bestimmt schon 3-4 Minuten, oder? Stimmt. Kampf um den Loosterwelt-Vorposten. Und hier würde ich ganz klar sagen, er hat einfach gewonnen, weil ich fand die Summons einfach insgesamt stärker als das, was die Tauri gebracht hat. Absolut richtig. Aber ich sehe jetzt noch einen Saruman. In diesem Sinne, der hat, glaube ich, eine Furchtlosigkeit. Nee, anscheinend doch nicht. Ich dachte, die hatten Furchtlosigkeit irgendwo. Prima. Ich glaube nicht. Was? Krima der Furchtlose? Kennst du den nicht? Nee, er hat doch so kennt nicht. Och, oh, Galadriel. Der hat gerade Lords gerade nochmal richtig schön den Rücken geschlagen. Oh, das sind 3000 Ressourcen. Der Düsterwald-Vorposten hat 2 gehalten. Heleborn stirbt auch gleich. In der Lolo-Base. Ja, ist down. Und ich glaube, damit ist das Game auch wieder over. Also war echt schön gespielt von Kaliber. Ich glaube, das tut jetzt zu weh. Immer nicht so. Das Game ist noch nicht vorbei. Beide auf 450 CP. Ich bitte dich. Ja, aber du hast 3 Helden, gegen die du spielen musst. Und das sind keine 3 Schwachen. Weil Lords ist krass. Hat seine Führerschaft, ist ein übelster Berserker. Dann hast du Mauro mit seinem Speed, seinem Heal und seiner Beschwörung. Du inspirierst hier Leute zum Aufgeben, ich bitte dich. Es tut mir leid. Es war wirklich schade, aber es war auch von beiden wirklich schön gespielt, also es hat Spaß gemacht anzusehen. Ja. Man hat mal wieder gesehen, wie krass stark Isengard ist, vor allem die Helden. Die haben da ziemlich reingehauen. Im Helden vs. Helden-Battle. Auch sehr viel, 2-mal gekrüppelt worden. Einmal Galadriel, einmal Haldir. Während den Fights. Vielleicht hätte er mit einer Transformation von Galadriel mehr erreichen können. Ich bin mir nicht sicher. Ja, die Dunkle ist sehr stark. Wenn er die Dunkle geholt hätte, ob er da nicht besser dagegen hätte halten können. Einfach weil man ja dann ordentlich Einheiten schlachten kann. Aber gut, wollen wir uns mal welche Menschen zum Interviewen hochholen? Ich hole sie mal beide hoch, gell? Du kannst ja erstmal DSS fragen, wen er zuerst haben möchte. Wobei der ist gemutet. Zieh einfach Jojo hoch. Hallo, ihr beiden. Hallo. Also, erstmal mein Glückwunsch an dich, Jojo. Danke, danke. Und von euch beiden wirklich 2, schöne Spiele. Bin ich ehrlich. Teilen wir uns das Spiel jetzt auf, oder? Ja, können wir gerne machen. Wir wussten halt gerade nicht, wie wir es machen, weil du warst gemutet. Ja, jetzt bin ich ja nicht mehr gemutet. Okay. Dann nimm du dir zuerst Kaliber mit und wir nehmen das Jojo und dann tauschen wir. Jojo. Erstes Spiel. Das fand ich sehr interessant von dir. Du bist ja quasi nicht so schnell auf Trolle gegangen, wie man sonst macht. Du bist auf
Kirit Ungul gegangen. Fand ich, war ein sehr cooler Move. Was war dein Gedankengang dabei? Also, ich wusste ja, dass er auf Waldläufer geht. Einmal, weil in den Spielen, die ich bisher gesehen habe, so im Turnier von ihm, ist er immer auf Waldläufer gegangen. Und ich habe ja durch den Schnüffler sowieso gesehen, dass er halt Zelte gebaut hat und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt Trolle rush, dann werden die von den Waldläufern einfach abgeschossen. Und dann mache ich stattdessen einfach erst Kirit Ungol, weil wenn er keine Reiter hat, kann er die dafür nicht countern. Und dann, wenn ich ihn total überschwemme mit ganz vielen Orks und Kirit Ungol noch mittendrin, dann baue ich die Trolle. Weil er dann nicht mehr genug hat, um sich dagegen zu wehren. Hat auf jeden Fall geklappt. Also du hast auf drei Pfoten komplett dominiert. Also ich glaube, ja, Lusa komplett dominiert. Es ist immer eine Furt verloren gegangen, bis halt zum Ende dann. Ja. Da ist dann alles zusammengefallen. Naja, er hatte das auf den Pfoten immer so, quasi unten links hatte er so einen Hakenfallbogenschützen, Bataillon, was einfach gecarried hat. Oben rechts hatte er leider verloren, weil das Hakenfallbogenschützen-Bataillon das Leuchtfeuer angegriffen hat, aber hätte das nicht gefallen, ich glaube, das wäre auch wieder ein Win für Jojo geworden. Ja, also das ist sowieso meine Meinung, die ich da vertrete. Gegen Mordor muss man eigentlich am Anfang Kavallerie bauen, sonst wird man einfach überschwemmt. Also egal, was man sonst macht, kostenlose Orks sind besser als irgendwas, was Geld kostet, ne? Ja, logisch, du kannst ja Geld immer... Man kommt einfach nicht schnell genug durch die durch, um irgendwie an die Kirit Ungol Sachen zu kommen oder so. Ja, eben. Oder gescheit zu harassen. Ja. Ich habe gerade auch noch gesehen, dass dieses Wochenende wahrscheinlich nicht mehr das Match zwischen Snens und Seleukos stattfinden wird. Ja. Das wird wahrscheinlich am Mittwoch stattfinden. Würde ich einfach mal so noch dazwischen werfen. Und das letzte Game natürlich auch sehr spannend. Ihr seid ein bisschen hin und her. Ja. Und am Düsterwald-Vorposten ist es dann entschieden worden durch die Helden. Würde ich ja, durch die Helden sagen. Und die durch ganzen Summons. Ich würde eher durch Summons sagen. Weil ja, das war ja krass. Beides, du. Also du hast, die haben sich ganz gut ergänzt. Also, die Summons und der Ukluk waren sehr insane. Weil Ukluk seine Beschwörung hat nochmal die drei anderen Beschwörungen ergänzt. Das war sehr toxisch. Ja, und sowieso. Ich hatte zwar nicht viele Einheiten, aber die ich hatte, waren halt mit Rüstungen, teilweise mit Schildträgern und hatten die Führerschaften von beiden Helden. Ja. Da kommt man mit Lorien-Schwertern nicht mehr durch. Das stimmt. Ich hatte mir gewünscht, dass er vielleicht eher auf den Düsterwald-Vorposten geht und später auf die Galadrim, weil er ist ja dann direkt into Galadrim gegangen, nach den normalen Grenzwächter-Einheiten, die er ja am Anfang ziemlich gespammt hat. Und ich finde, er hat das auch ziemlich gut gemacht mit den Beorningern. Ja. Aber er hätte, glaube ich, erkennen müssen, dass er damit auf einem Timer sitzt im Vergleich zu den Uruks und dass er schneller handeln muss als du. Und dass er hätte versuchen sollen, diesen ersten Fight mit dem Pfeilhagel, der ziemlich gut für ihn ausgegangen ist, früher zu finden. Ja. Ja, das war eigentlich meine Idee mit dem Ukluk. Normalerweise baut man ja Lutz zuerst mit Ukluk, dass ich den Pfeilhagel wegheilen kann, aber der hat dann halt gewonnen hittet, von daher. Ich dachte eigentlich auch, dass du für Lutz als Ersten gehst, damit du quasi die Beringer besser rausfokussen kannst. Ja, ich dachte tatsächlich, dass die Uruks das tanken, einen Pfeilhagel, aber die waren entweder angehittet oder so, keine Ahnung. Vielleicht ich denke auch, dass funktioniert, wie ich wollte. Dich zu viel gekostet hat in dem Fight. Ich denke, der Debuff hat wahrscheinlich rumgerissen. Ja. Ich glaube, der Großteil wurde ja nicht mal vom Pfeilhagel selbst getroffen, sondern nur gedebufft. Ja, das kann auch sein. Und danach sind sie halt gegen die normalen Bogenschützen umgefallen, wie die Fliegen. Ja, ich finde auch, am Anfang hat das echt ganz gut gemacht mit den Bären, also auch gut gemicrowed. Aber ja, also er ist irgendwie nicht schnell genug in der Tech vorangekommen, also. Ja. Ja. Und du hast es auch sehr schön gecountert mit den Schildträgern. Er hatte zuerst Silberdornpfeile und er konnte es auch nicht auf zu viele Einheiten drauf machen vor dem Fight. Und ich denke, da sieht man halt einfach, er hat halt in riesig teure Helden investiert, also Galadriel und Celeborn. Ja. Und ist deswegen mit der Armee nicht so gut hinterhergekommen wie du. Und du musstest halt nur, du hast halt in Lurz und Ukluk zu dem Zeitpunkt schon sehr viel investiert gehabt. Ja. Aber die kosten halt einfach nicht so viel. Die kosten zusammengerechnet wie viel? 3.400. Und das ist natürlich im Vergleich zu den 5,5 Ressourcen für Galadriel, Celeborn, dann auch noch Haldir für 1,3 wahrscheinlich. 1,6.
Das ist natürlich krass im Unterschied. Ja, das Ding mit Galadriel, ich hatte ja eh nicht so viele Einheiten. Also Galadriel ist ja gut gegen Klumps und so. Und ich hatte wenige Einheiten mit Rüstung dafür. Und da macht die einfach nicht so viel Schaden. Und ich denke auch, er war ja auf dem Tree, mit der auf dem aggressiven Tree müsste das gewesen sein, mit dem Pfeilhagel. Ja, hätte er da nicht die Stürmische nehmen können, um seine Galadriel zu verbessern? Ja, wobei die wäre auch nur Level 1 gewesen, also... Wenn ich kann ja einfach krüppeln immer und dann schlägt die so oder so. Das ist halt, Ja, das kann man gegen Isengard halt nicht wirklich machen, so auf viele teure Helden gehen, wenn man nur wenig Einheiten hat, weil der Durst die einfach alle rausnimmt. Ich denke, es war auch eine Fehlinvestition von ihnen, auf Silberdorn zu gehen. Ich denke, da wären die Klingen einfach wichtiger gewesen. Vor allem, wenn er diesen Düsterwald-Vorposten hochzieht, hat er dann gleich die Möglichkeit, diese starken Palastwachen zu holen. Ja. Die hätten dich wahrscheinlich noch so ein bisschen matchen können, weil das sind ja wirklich sehr, sehr starke Einheiten. Ja, also solange ich da noch keine Klingen hätte, haben die auf jeden Fall, wären die ganz gut gewesen. Auch sehr interessant fand ich, dass die Verräterreiter von den Björningern doch ziemlich rangenommen wurden. Also wenn die Björninger zum Hit gekommen sind, dann sind die sehr schnell weg gewesen. Ja, die werden halt umgeworfen dann, das ist ziemlich stark. Aber trotzdem, allein, dass seine Bogenschützen so lange nicht schießen konnten, war gut genug. War gut genug, das stimmt. Dann auch noch mit den Summons, also mit den ganzen anderen beiden Summons in die Backline, in die Bogenschützen. Das war ziemlich gut gemacht. Jojo? Kratz. Ja. Luke fragt gerade, oder beziehungsweise er sagt, ihn würde es interessieren, wie du dich gefühlt hast, als du die Galadriel von Calibur gesehen hast. Wie ich mich gefühlt habe? Ja. Ich habe mich gefreut auf ein paar Heldenleveln, willst du wahrscheinlich hören. Ja, schon, also... Wie ich ja gerade gesagt habe, die bringt halt nicht wirklich was gegen das, was ich hatte. Von daher, hat mich gefreut, ja. Du wirst auch noch gefragt, wie du Celeborn gegen Isengard ziehst in dieser Situation von Calibur. Also, in der Situation, wo ich ihn dann gesehen habe, war auf jeden Fall nicht mehr gut, weil keine Einheiten also, mehr da waren. Also, ich kann dir ja noch eine Information liefern. Ja. Er hat zuerst die Galadriel gekauft und er hat am Anfangs erstmal Celeborn reingecued und hat dann doch wieder Celeborn rausgenommen und hat direkt Galadriel gebaut. Also der Zeitpunkt, wo die Galadriel rausgekommen wäre, 10 Sekunden früher hätte auch schon Celeborn da sein können stattdessen. Ja, also Celeborn auf jeden Fall vor Galadriel. Allein um die Galadriel halt zu beschützen. Also Haldir und Celeborn können ganz gut Lutz und Uglu countern eigentlich. Ja, okay. Also wenn er früher da gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich auch bessere Chancen gesehen, dass der Celeborn auch levelt und dann gegen Uglu und Lutz seine Arbeit machen könnte. Wobei die beiden Helden einzeln auch so schon sehr, sehr krass sind. Ich glaube, da hat auch so ein Celeborn schon gut zu kämpfen mit einem. Das stimmt. Ja, Jojo, wenn du was sagst, wir hören dich bisher gerade nicht. By the way. Hat er Disconnect? Ich weiß nicht. Redet einfach nicht mit uns. Er mag uns nicht. Er hasst uns. Ich glaube, wir klauen einfach Kaliber und geben die Jojo, den nicht sprechenden Jojo hoch, weil er ist gerade geliebt. Also ich denke, der Trade wäre auf jeden Fall Wurf. Einfach DSS trollen, beste. Hallo? Jetzt hallo! Keine Ahnung, was los war. Also mein Discord hat immer noch angezeigt, dass was durchkommt, aber... Ja, bei uns nichts mehr. Wahrscheinlich hat es einen kurzen Disconnect. Wie auch immer, jetzt geht's ja wieder. Aber ja. Hättest du in diesem Game auf der Seite von Calibur überhaupt Karskalos und Wächter gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wegen diesen ganzen Schildträgern, die du dann bauen wolltest. Also irgendwann würde ich auf jeden Fall bauen. Man kann damit zwar die Schildträgereinheiten nicht killen, aber man kann damit super gut Helden fokussen. Das stimmt, ja. Also wenn man damit einfach die drei Dinger hat und einen Saruman rechts klickt, dann ist der Effekt wie nix. Oder zum Berserker fokussen. Also ich würde die auf jeden Fall bauen. Aber halt sonst nicht. Also man braucht so ein paar wenige Bogenschützen, um halt so Helden und Berserker zu töten fürs Lorien Late Game und den Rest würde ich eher Nahkämpfer machen. Und wahrscheinlich noch so drei Björninger, um auch zu punishen, wenn du deine Armbrustschütze nicht gut verteidigst. Björninger lohnen sich im Late Game eigentlich nicht mehr. Also, wenn man da mal reinkommt, die Armbrustschützen schießen die sofort weg, wenn die in Reichweite sind. Okay. Aber wenn da einmal Schildträger drauf sind, dann sowieso. Also Björninger würde ich nur
Early-Game-Einheit benutzen eigentlich. Ja. Und Lorien hatte zwei Elite-Einheiten quasi. Die Kaskadenwächte, die eben angesprochen wurden, und die eben schon erwähnten Palastwachen. Würdest du beide holen oder würdest du dich zwischen einer entscheiden? Weil das sind ja doch schon sehr viel CP, die beiden Units kosten. Also insgesamt die 6 Bataillone. Also ich persönlich hole mir gerne ziemlich frühe Palastwachen in dem Matchup. Einfach, weil man irgendwas Starkes im Nahkampf hat, was gut gegen die ganzen Uruks ist und so weiter. Und die Dinger können halt auch Helden töten. Ja. Das stimmt. Und anscheinend... Und ja, also wenn die halt leveln, hast du einen Rückstoß irgendwann gegen Infanterie und sind halt Piken, was super gut gegen den Reiter-Summon ist. Ja. Und den muss man halt irgendwie countern, weil sonst tötet der einen irgendwann. Das ist immer so in dem Matchup. So, deshalb aber... Deshalb mag ich das ganz gern, die früh zu bauen. Gut, dann schieben wir dich mal zu DSS hoch. Dann dir noch viel Spaß. Tschüss. Ja. So, hallo Kaliber. Haben dir die beiden Spiele Spaß gemacht? Auf jeden Fall, Spaß habe ich auf jeden Fall gehabt. Aber das erste war ein bisschen stumpf, aber Spaß habe ich trotzdem gehabt. Ich glaube, wir beide hatten auch Spaß beim Zuschauen. Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Also, du bist ja immer so quasi einer, der eine Trittkaserne baut, wenn man so möchte, mit diesen Lehen. Baust du das einfach so mit den Hintergrundgedanken, dass es gut gegen Mordor ist, oder denkst du einfach, dass du später eh auf den Aragorn gehen willst und da brauchst du das Teil? Gegen Mordor mache ich es meistens schon für die normalen Schwertkämpfer da aus dem Lingoldtal oder wie die heißen. Lingoldtal. Also die normalen Orks relativ gut kaputt machen. Wenn man die dann, meistens kommt dann irgendwann der Counter mit den Uruk-Ork-Bogenschützen oder Uruk-Bogenschützen. Die kamen jetzt sehr, sehr schnell. Dann ist halt, dann muss man eben diese Grätsche machen, dass dann die Ranger kommen oder die Kavallerie, um das irgendwie noch in den Griff zu kriegen. Und ich war so ein bisschen lost in dem Spiel. Ich dachte mir erst, gehe ich auf den Denethor und dann rotze ich einfach nur Truppen raus. Aber ich habe mich dann gegen entschieden und wollte mir den Aragorn holen. Hab dann aber gesehen, dass ich die Kaserne nicht mehr halten kann. Und dann war ich so ein bisschen confused und habe dann nur noch so ein bisschen Truppen gebaut, aber hatte auch nicht mehr so ein richtiges Ziel. Und dann kam irgendwann die Trolle und dann war es vorbei. Also ich kann dir nur sagen, Jojo selbst hat gemeint, wenn du gegen Mordor spielst, was so spammt auf allen drei Furten, dann ist es wahrscheinlich am schlauesten, Reiter zu bauen und die Waldläufer zu skippen. Also ich meine, wenn du weißt, dass die Hakenfall-Bogenschützen kommen, dann punishst du natürlich nicht nur die normalen Orks, sondern halt auch noch diese Bogenschützen, was praktisch ist. Was ich immer schwierig finde gegen die Taktik ist, wenn er einfach zwei normale Truppen Orks auf seine Bogenschützen stellt, rennen meine Reiter rein und reiten nur ein paar, die ersten zwei Reihen Orks um, und dann ist ja der Überreiteffekt schon quasi vorbei. Und dann, dann stehe ich drin, aber die sind halt... Ich habe immer das Problem mit den Gondor-Reitern, dass die so unglaublich teuer sind, bis die kommen. Ja, das ist korrekt, aber du brauchst dann halt so drei Einheiten. Und dann klar, wahrscheinlich wäre es da die bessere Option gewesen, auf jeden Fall. Ja, ist nur so ein Tipp von Jojo. Und wenn man mit Kavallerie spielt, sollte man auch gucken, dass man nicht genau in den Klump reingeht, sondern so quasi immer so Stück für Stück ihr wisst, was ich meine. Naja, auf jeden Fall, genau. Ist halt, ich müsste es mal ausprobieren, also ich weiß nicht, ob das dann so ingame so stark wäre, wenn er dann quasi einen Uruk-Bogenschützen in die Mitte stellt und dann versuchst, die Scheiben zu schneiden und währenddessen immer ordentlich die Bogenschützen drauf schießen. Wäre mal interessant, wie stark das ist oder wie stark die Gondor-Ritter da sind. Hier wurde gerade im Chat noch eine Frage von Luke gestellt. Er fragt, warum du Eisenberg gewählt hast und nicht Brandywine, weil auf Brandywine, meinte er, hast du ihn ziemlich vernichtet. Ja, wir hatten vorher noch ein Spiel, wo ich Lolo hatte und er Isengard. Ja, gute Frage eigentlich, warum ich nicht auf Brandywine gegangen bin. Ich dachte mir, ich hatte ein, zwei Spiele in meiner Vergangenheit, wo ich Lolo gespielt habe, wo ich im Late Game ziemlich auf den Deckel bekommen habe. Also beziehungsweise wo ich Isengard gespielt habe gegen den Lorien, weil einfach die Masse an Galadrim nicht mehr zu überwinden war. Deswegen dachte ich mir, ich gehe auf eine Festungsmap. Aber wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, auf Brandywine zu gehen, da hat er recht. Ja, was auch noch dazu kommt, ist, deine Bogenschützen waren noch nicht so effektiv, weil Lorio ja Schildträger hatte. Und dann brauchst du halt starke Infanterie, wie zum Beispiel Palastwachen, um zuerst diese Schildträger rauszunehmen, damit deine Bogenschützen wieder ordentlich Schaden machen können. Ja, ich muss eigentlich sagen, das zweite Spiel lief eigentlich echt ganz gut. Bis zu dem Moment, wo ich dann meinen Radagast da unten dumm gewastet habe und ihn unnötig verwendet habe. Da habe ich dann den ersten, wo ich den Helden schon mal unnötig Level gegeben habe, und dann an dem Vorposten, da war dann halt, ja,
Das war, ich dachte eigentlich, dass ich ihn, wenn ich ihn so in die Base reindrücke, ihn dann, dass er dann nicht so schnell so stark rauskommt. Also das war, ich bin immer wieder überrascht, wie stark, wie schnell Isengard dann doch stark wird auf einer Festungsmap. Also und dann kommen die Uruk-hai mit der Heavy Armor und dann wird's lustig. Also aus der Beobachterperspektive kann ich dir sagen, dass ihr das Early to Mid Game, ihr wart wirklich sehr, sehr even, wenn man sich die Map anguckt. Ihr habt halt quasi Gehöft für Gehöft auf der einen Seite gegen Gehöft auf der anderen Seite getradet. Und du warst zwar schneller am Zerstören, aber du hast die Gehöfte auch teilweise nicht mehr wieder aufgebaut, weswegen er sie schnell wieder ersetzen konnte. Und er hatte halt Dunländer, mit denen er deine Ressourcen gestohlen hat. Was ihm halt auch noch innerhalb dieses, ich nenne es mal Tauschs, Vorteil gibt. Und du hast zwar am Ende gewonnen und hattest dann quasi wieder die Kontrolle, aber dieser Kampf mit dem Pfeilehagel, du hattest den Pfeilehagel ja sehr lange einfach nur da sitzen, obwohl du ihn schon hattest. Und du hast halt diesen Kampf zu spät gefunden. Wenn du ein bisschen früher den Pfeilehagel-Kampf gefunden hättest, denke ich, dann hättest du auch mehr machen können, dann hätte er noch keine schweren Rüstungen und Schildträger und so weiter gehabt. Also du hättest versuchen müssen... Wo genau meinst du jetzt? Du hattest in der Mitte der Map, als du das erste Mal den Pfeilehagel eingesetzt hast. Ah, ja, das erste Mal, ja. Ja, und wenn du den Kampf irgendwie 2 Minuten früher gefunden hättest, dann denke ich, hättest du bessere Chancen gehabt, den Düsterwald-Vorposten zu halten, USW. Weil du dann einfach mehr Raum zum Atmen gehabt hättest und Jojo dementsprechend weniger. Ja, ich denke, ich habe das, Jojo hat das crispy clean runtergespielt. Ich habe da irgendwie zu viele Fehler gemacht. Wie gesagt, es beginnt schon in der Map-Auswahl, gegen eine Festungsmap gegen Isengard zu nehmen. Ich war relativ sicher, dass der Isengard-Pick kommt. Und dann habe ich auch, war ich noch nicht so im Lolo-Gameplay drin, um das dann, weil ich mir nicht sicher war, gehe ich jetzt auf die Palastwachen oder hole ich lieber noch Galadriel, hole ich mir jetzt eine Galadriel, aber ein Celeborn wäre eigentlich besser gewesen. Und das sind dann so die individuellen Fehler, wo ich denke, ich dann das Game einfach verloren habe. Können wir dir nicht zustimmen. Jojo hatte auch einfach zu wenige Truppen, als dass die Galadriel mit Flächenschaden gut reinhauen kann. Ja. Er hat ja in dem letzten Kampf, der sehr entscheidend war, hat er sich ja großteils auf seine Summons verlassen. Also die Verräter, Kreschnacks Jungs und so weiter. Plus dann noch den Zehner von Ugluk mit den Mahuas Speeren. Das war schon eine ziemliche Barrage an Summons. Ja, das ist schon heavy, was da kommt. Das ist dann halt Isengard, wenn es in einmal kommt, dann kommt's richtig. Das ist leider so, ja. Und du hattest halt nichts, um die Verräterreiter aufzuhalten. Also die haben halt deine Bogenschützen lange genug stillgelegt, als dass die halt nicht mit Arbeit erledigen konnten. Da hättest du wahrscheinlich schon Palastwachen gebraucht. Und ich hätte mir wahrscheinlich sogar gewünscht, dass du versuchst, bevor du Galadriel baust, erst den Düsterwald Vorposten raushaust und versuchst, so schnell wie möglich auf die 3 Bataillone Palastwachen zu kommen. Ja, das ist irgendwie immer so eine schwierige Frage. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Erfahrung, weil ich habe in einem Spiel gegen Snance habe ich so gespielt. Da war es dann falsch gegen Imladris. Da wurde ich ziemlich gepunished für. Jetzt gerade andersrum machen sollen. Mir fehlt da irgendwie noch so ein bisschen die Experience, was man genau jetzt was machen soll. Ich hatte auch eigentlich den Plan, an den Drachen über meine Galadriel zu leveln, aber dann kam halt der Fight an dem Außenposten und ich dachte, komm, nee, weg. Und dann. Dazu kann ich nur sagen, wir können das natürlich ein bisschen besser einschätzen, einfach weil wir ja als Observer zugeguckt haben und einen besseren Überblick über beide Seiten haben. Darf man auch nie vergessen. Also ich meine, ich könnte es in-game jetzt auch nicht einschätzen. Genau. Ja, klar, aber ich meine letztendlich, ja, Jojo ist guter Spieler, gute Völker gepickt, hat es gut runtergespielt, also ich denke, ist in Ordnung, aber ich bin auch eigentlich zufrieden. Also ich fand das sehr gut, Spaß. Meiner Meinung nach einen sehr guten Einsatz gezeigt. Hättest auch sogar gewinnen können im Lolo-Game. Ich denke, das erste Game war ein bisschen entscheidender. Ich denke, da hat Jojo mit seiner Strategie sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Und das zweite Game sehr lange, sehr even und dann ein riesiger Fight am Vorposten, der halt das Game entschieden hat. Kann ich dich nur loben, hast du toll gemacht. Ich hoffe, wir sehen dich in kommenden Turnieren auch wieder. Ja, es ist schwierig, ich habe nicht allzu viel Zeit zum Spielen. So, als ich früher noch Schlacht und Mittelerde gespielt habe, als ich noch Schüler war, war das irgendwie alles ein bisschen einfacher. Schülerzeit, das ist einfach. Jetzt inzwischen bin ich froh, wenn ich die Woche überhaupt mal so am Wochenende 1-2 Spielchen hinkriege, aber naja, wird schon. Ja, das schaffst du schon. Also ich denke, auf jeden Fall, für die Turniere bist du auf jeden Fall eine Bereicherung, weil deine Spiele waren, wie gesagt, echt schön anzusehen und mich hast du überrascht. Und das nicht nur einmal. Das freut mich doch. Joa,
Gut. Also ich muss auch sagen, also ich habe super Spaß beim Turnier gehabt, auch wenn es jetzt leider nicht geklappt hat. Erstes Turnier, Viertelfinale. Ich denke, das kann man mal machen. Es hat Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. Ja. Hab auch nochmal ein paar neue Dinge gesehen, die man ausprobieren kann, so als Taktiken. Ich finde, das ist auch immer gar nicht so leicht, außerhalb von so einem Turnier, gegen so gute Spieler wie jetzt Jojo oder Luke oder wer sonst noch alles sich so rumtummelt, zu finden. Weil öfters mal, wenn man dann so auf dem Game Ranger ganz normal so sucht, dann kommen dann meistens Spieler, die halt nicht eben auf dem Niveau sind. Und dann kommt man in so ein Turnier und kriegt erstmal voll vor die Fresse gekloppt. Das war, ja. Ich denke, da musst du einfach so ein bisschen dich über Discord orientieren, vielleicht auch Leute privat anschreiben und so weiter und einfach fragen. Ja, ich denke, wenn du ein 1v1 oder so spielen willst, ich denke, dass Leute wie Jojo und Luke immer mal gerne gegen dich spielen möchten und dass man da immer eine Chance hat, dass sie dann mit einem spielen. Ich denke, das kann man über Discord einfach ausmachen, zum Beispiel jetzt auch über die E-Dine Community oder die E-Dine Group. Gibt es ja verschiedene Gruppen, deutsch, international, könnte man es vielleicht nennen. Ja, auf jeden Fall, da gibt es genug, ja. Also vor allem in so Turnierzeiten. Beispielsweise ich bin ja in dem Multiplayer relativ inaktiv gewesen. Und jetzt Turnier, ich suche die ganze Zeit Leute, gegen die ich 1 gegen 1 spielen kann, damit ich gegen Landy eventuell gewinnen kann. Ja, also wie gesagt, ich werde mich mal öfters mal auf Discord erkundigen, ob ich mal Mitspieler finde. Jupp. Ich denke, damit sind wir für heute fertig, oder, Fubuki? Ja, also dann würde ich sagen, nachher um 8 gibt es das nächste Spiel. Das wird dann kommentiert von Kaun und Jojo. Ich glaube, da spielt Luke gegen Snipes, wenn ich mich nicht irre. Also verspricht sich auch nochmal ein schönes Spiel zu werden. In diesem Sinne nachher einschalten und euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.